Hallo, ich bin Amon von Tektro TRP. Habt ihr einen zu weichen Druckpunkt auf der ABS-Bremse, zeige ich euch, wie ihr mittels der Schnellentlüftung und im zweiten Teil des Videos mit einer kompletten Entlüftung, sollte das erste nicht ausreichen, die Anlage entlüften könnt. Nur wichtig dabei darauf zu achten ist, dass die Steuereinheit in einem gewissen Winkel ausgerichtet ist. Viel Spaß dabei! Wichtig: Das ABS-Steuergerät darf nicht leer laufen. Besonders bei Arbeiten am unteren Bereich, also dem Bremssattel und der unteren Leitung, bitte immer erst die Steckverbindung zum Steuergerät entfernen, damit die Ventile geschlossen sind. Wichtig: Das ABS-Steuergerät muss bei der Entlüftung in einem Winkel von 5 bis 85 Grad ausgerichtet sein. Es darf also während des Entlüftens nicht ganz senkrecht und nicht ganz waagerecht ausgerichtet sein. Ist es an der Federgabel befestigt, dann am besten das Fahrrad so, wie es auf dem Boden steht, anheben. Und der Winkel passt für die Entlüftung. Beachtet hier bitte auch die Anleitung von Bosch. Die Schnellentlüftung. Hierfür stellen wir den Hebel in eine waagerechte Position, entnehmen die Entlüftungsschraube am Bremshebel und schrauben den Trichter auf, um ihn dann mit Öl zu befüllen. Durchziehen am Hebel und vor allem, wenn ihr ihn schnalzen lasst, entweichen im Hebel anstehende Luftbläschen, was ihr im Trichter sehen könnt. Passt der Druckpunkt, dann verschließt den Trichter wieder und schraubt die Entlüftungsschraube ein. Das angegebene Drehmoment ist maximal 1 Newtonmeter. Bitte diese Schraube mit Dichtring nur leicht anziehen. Sollte der Druckpunkt noch zu weich sein, muss das ganze System entlüftet werden. Lasst dazu den Trichter auf dem Hebel montiert und verschließt ihn. Für die Entlüftung vom Bremssattel aus haben wir das Laufrad bereits entnommen. Die Belege werden durch einen Bleedblock ersetzt, damit die Kolben nicht zu weit herausfahren. Füllt dann eine Spritze mit ca. 20 bis 30 ml von unserem Mineralöl. Kontrolliert auch nochmal den korrekten Winkel der ABS-Steuereinheit, damit sie richtig ausgerichtet ist. Entfernt dann die Entlüftungsschraube am Bremssattel und schraubt die Spritze auf. Jetzt öffnen wir den Entlüftungstrichter auf dem Bremshebel und drücken das Öl der Spritze durch die Leitung nach oben in den Trichter. Ein Rest Öl sollte in der Spritze verbleiben, damit keine Luftblasen ins System kommen. Durch Zug an der Spritze ziehen wir wieder Öl vom Trichter in die Spritze und wiederholen den Vorgang so oft, bis keine Luftblasen mehr erkennbar sind. Der Vorgang wäre auch mit zwei Spritzen durchführbar. Dann verschließen wir den Trichter. Ist der Trichter verschlossen, entfernen wir die Spritze am Bremssattel und verschließen ihn mit der Entlüftungsschraube und 3 bis 5 Newtonmetern. Reinigt ölverschmutzte Bauteile bitte mit Isopropanol-Alkohol. Der Rückbau von den Belägen und vom Laufrad erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ansonsten könnt ihr ihn auch nochmal öffnen und durch erneutes Schnippen am Hebel die Anlage komplett füllen. Dann schrauben wir den Trichter ab und verschließen die Öffnung mit der Entlüftungsschraube zärtlich mit maximal 1 Newtonmeter und wir sind fertig. Wir haben noch ein anderes Video, in dem wir auf weitere Varianten zur Entlüftung eingehen, die wir euch hier noch verlinken. Eine letzte Bitte zum Schluss. Da die Bremsanlage ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist, dürfen Arbeiten daran nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Habt ihr Fragen oder Probleme? Meldet euch sehr gerne bei uns. Wir sind immer für euch da. Euer Tektro-TRP-Team.